Hallo liebe Freunde da draußen, heute möchte ich mal den X-Fire Ultraleicht 14 mit Pellets testen. Dazu wird er jetzt mal beladen und angefeuert. Na, ich denke, das kann man hier als kleines Lagerfeuer gelten lassen. Könnt ihr das herrliche Flammenspiel erkennen? Das ist doch einfach zu schön. Sieht ja schon fast wie ein Holzvergaser aus. Richtig genial. Was gibt es Schöneres, als so einem tollen Feuerspiel zuzuschauen? Das ist doch echt besser als jedes Fernsehprogramm. Übrigens qualmt es kaum und raucht auch nicht. Der brennt richtig sauber, richtig schön. Ja, von oben nach unten durch. Also mit Pellets ist der X-Fire 14 auch sehr, sehr gut zu gebrauchen. Was gibt es Entspannenderes als ein Lagerfeuer mit dem X-Fire 14? Super genial. Übrigens ist es gut zu wissen, dass die Pellets nicht daneben fliegen. Die werden hier sauber gehalten von dem X-Fire 14 Ultraleicht. Das bisschen, was da unten am Boden liegt, das ist beim Einfüllen daneben gegangen. Also das war jetzt mein Fehler. Ja. Aber es fliegt nichts raus, es bleibt alles drin und verbrennt sehr kontrolliert, sehr sauber in dem X-Fire. Also wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Ich bedanke mich wie immer bei euch für das Zuschauen bei diesem kleinen Test. Ja, es hat mir Spaß gemacht, den X-Fire 14 UL von X-Boil testen zu können. Ja, mit dem kleinen Feuerchen im Hintergrund möchte ich mich von euch verabschieden. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Hier war euer Marc, daheim in der Natur.